Ich heiße Nathalie. Wie heißt ihr? Ich heiße Daniel. Gafuru. Okay, wie heißt du? Josefina. Hast du etwas erlebt, dass jemand gegenüber dir rassistisch war oder vorurteilig? Ja, natürlich. Also ich komme aus Syrien. Ich bin hier seit 5 Jahren in Deutschland. Und ich hatte das oft erlebt, dass man mich einfach so verurteilt hat, nur weil ich einen kleinen Akzent hatte. Ob ich Vorurteile hatte gegen jemanden? Ja, oder ob jemand gegenüber dir rassistisch war oder sowas in der Art. So. Ich glaube, das gibt es überall, ja? Sowas? Ich glaube, sowas gibt es natürlich auch überall, aber für mich persönlich kann ich jetzt nicht viel dazu erzählen. Also, ich sag mal, ich glaube. Von dir bekannt vielleicht? Hast du das? Ja, klar, es gab Situationen, die ich mitbekommen habe, so. Selber an sich unternommen wurde auch nicht wirklich viel. Es gibt natürlich auch wirklich so Situationen, wo diese Person auch Hass verspürt, so klar. Dings, also eine Freundin von meiner Mutter, sie hat Kopftuch getragen und sie wurde deswegen angeschrien in der Bahn und wurde dann rausgeschmissen, weil sie sozusagen als What's the word? Als Terroristin also, so. Betitelt als Terroristin. Ja, ja. Okay. Wurde dann rausgeschmissen? Ja. Wieso? Ja, weil sie Kopftuch getragen hat. Die eine also in welcher Bahn? Also hier in Düsseldorf oder? In Berlin. Oder weil ich mich halt verhalten, also so verhalten habe, nicht wie die Deutschen normalerweise, nicht so kulturell wie die. Zum Beispiel auf der Straße getanzt oder halt mit meiner Familie Arabisch geredet, gesprochen. Weil natürlich meine Eltern sind etwas älter und die können nicht so schnell Deutsch lernen. Man muss ja ein bisschen helfen und die Leute haben kein Verständnis dafür. Da kamen immer Sprüche wie, ja, lernt mal Deutsch oder scheiß Ausländer, fliegt mal raus und so, ja. Die Menschheit, die Jugend lernt nicht dazu, von daher so ist es auch wirklich schwer als einzelne Person was dagegen zu ändern. Ich glaube, es fehlt einfach den meisten Personen an Reife und wirklich, wenn die gesamte Menschheit nicht dagegen hilft oder irgendwas wirklich an sich unternimmt, dann ist es auch wirklich schwer, irgendwas wirklich dazu zu sagen oder irgendeinen Kommentar dazu abzugeben. Ja, hast recht. Willst du auch dein Insta geben oder so? Mein Insta, ja, ist Comi Jeffrey. Halt Jeffrey mit G und... Heißt du Jeffrey oder? Nein, ist nur ein Spitzname. Okay. So, aber halt an sich das Call Me anstatt A und X. Okay. Nach dem C, ja. Okay, danke schön. Und danke, willst du auch dein Instagram oder so geben? Ja, natta_xdance_x_. Okay. Ja. Dankeschön. Kein Problem. Alle liken, kommentieren und subscribe. Vorteil Rassismus. Rassismus. Okay. Ich wurde gemobbt, weil ich Araberin bin. Ja, sowas kannst du auch sagen, komm. Ich hab eine Geschichte für dich. Ja, komm, erzähl doch einfach. Ich selber nicht erzählen. Oder du stehst einfach drin, erzählst das und ich hätte das nicht vor dir.